unserer Stadt spielt sich Wahnsinniges ab. Der mehrfach vorgestrafte, sich selbst auf Twitter als Bösewicht bezeichnende Mr. Sarcastic versucht erneut, Unruhe in der Nachbarschaft zu verbreiten. Nicht einmal der Unmut vereinzelter, besorgter Bürger oder der Nachbarschaftswache können seinem diabolischen Treiben ein Ende setzen. Doch was ist das? Der berühmteste Superheld unseres Viertels scheint zu Hilfe zu eilen. Seht, es ist Irony Man. Oh, welch ein Glück aber auch. Der allseits beliebte Irony Man. Hier, um die Stadt zu retten. War was? Einen Moment bitte. Oh, entschuldige bitte. Ich dachte kurz, ich hätte einen richtigen Superschurken gehört. Einen was? Verdammt, er ist gut. Das wird nicht einfach. So, so. Du legst es also echt drauf an, was? Ich wusste gar nicht, dass du es so faustdick hinter den Ohren hast. Ach, übrigens, schöne Strumpfhöschen, Irony Man. Oh, ich habe gewusst, dass das zum Thema gemacht wird. Dieses Spandex betont meine Schenkelstruktur und außerdem beugt es Thrombose vor. Danke. Deine Schwester hat mich übrigens schon gefragt, wo ich das knackige Outfit her habe. An Aufgeben denkst du wohl nicht, oder? Das hier wird bestimmt noch eine lange Sache. Ich fühle mich richtig gefordert. Wie es aussieht, konnte der ironische Rächer die Lage noch in den Griff bekommen. Es scheint, als habe er Mr. Sarcastic in seine Schranken verwiesen. Dieser Narr, vor lauter Arroganz, ist ihm glatt entgangen, dass ich meine Geheimtechnik vorbereitet habe. Jetzt hat sein letztes Stündlein geschlagen. Scheinbar sind bei ihm die Synapsen durchgebrannt. Ich habe mich wohl zu wenig zurückgehalten. Ich schraube die Ironie etwas herunter und bringe es zu Ende. Es ist vorbei, Mr. Sarcastic. Ich bringe dich nun hinter Gitter. Dort wirst du leider wegen deines geringen Vorstrafenregisters einen milden Aufenthalt in Untersuchungshaft verbringen müssen. Es ist... Selber? Was? Selber? Er wird doch nicht... Unmöglich! Lachen alle Kälber! Er zieht die komplette Situation mit einer kindlich-sarkastischen Bemerkung ins Lächerliche. Dadurch verfremdet er jeden ernsten Kontext. Es ist... Metasarkasmus! Er ist am Ende. Seine eigene Arroganz hat ihn den Sieg gekostet. Ironie wird eben nie so gut sein wie echter Sarkasmus. Kälber. Kälber sind im Stall. Und du hast einen Knall. Was? Wieso kann er sich immer noch bewegen? Woher kennst du die Schwäche meiner verbotenen Technik? Sie ist wie der Wuxi-Fingergriff des Sarkasmus. Den hat dir der Meister nicht gelehrt. Nö, habe ich mir selbst beigebracht. Und noch was. Was denn noch? Mr. Sarcastic, sag mal Klettergerüst. Klettergerüst? Warum soll ich... Du hast eine nackte Frau geküsst. Was ist passiert? Ach, nichts. Bestimmt habe ich dich nicht besiegt oder so. Und dir deine Ehre genommen. Ach ja? Und ich habe deine Mutter genommen. Oh.
Kurz nachdem sich die Lage dank Irony Man endgültig beruhigt hatte, ging sein gebeutelter Gegner Mr. Sarcastic ehrenlos auf Mutter. Der Schock sitzt nach wie vor tief. Das war Thorsten Brigge mit dem Vorort-Report. Hey Chief, haben Sie das gerade mitbekommen? Ja, er ist ehrenlos auf Mutter gegangen. Diese Welt wird immer verrückter. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja. Naja, diesem Typ wurde 32 Mal in die Brust gestochen, mehrere Organe wurden verletzt und aufs Brutalste zerfetzt und einige Gliedmaßen abgetrennt. Das Übliche eben. Wer tut sowas? Wenn man so überlegt, müsste der Mörder ca. 1,80 groß sein, ungefähr 47 Kilogramm schwer. Wer geht ehrenlos auf Mutter? Das ist doch krank! Inspektor, wie laufen die Ermittlungen? Wir haben eine Vermutung. Der Mörder könnte ein Mitarbeiter Ihrer Firma sein. Bitte versammeln Sie Ihre Belegschaft. Meine Herren, ich möchte Ihnen die Beamten der Polizeibehörde vorstellen, die in dem Mordfall unseres geschätzten Kollegen Steinbach, Gott hab ihn selig, ermitteln. Bitte. Nun, zuerst einmal möchte ich Ihnen mein herzliches Beileid für diese grausame Tat aussprechen. Ich weiß, dass Ihnen sehr viel an Ihrem werten Kollegen gelegen hat. Gott hab ihn selig! Dennoch muss ich Sie bitten, bei der Darstellung des Befundes die Fassung zu bewahren. Es handelt sich um einen äußerst kaltblütigen Mordakt, wie ich ihn seit 40 Jahren Berufszeit noch nie gesehen habe. Die besondere Schwere des Vergehens zeichnet sich durch die millimetergenaue Präzision des Täters aus. So etwas ist für einen Menschen nahezu unmöglich. Nur ein gefühlloses Wesen ohne jeden kleinsten Hauch von Empathie wäre zu so einer Grausamkeit imstande. Hey Leute, na, wie geht's, wie steht's? Alles locker? Wow! Max? Maximan? Steil siehst du aus. Tolle Haare, wirklich. Ah, Yolanda, du in dieser Blute? Heiß! Joe? Becker? Margaret? Wie geht's dem Hund? Ach Leute, ich lieb euch! Und wer sind Sie? Ach so, das hätte ich fast vergessen, Inspektors. Darf ich Ihnen Harold vorstellen? Unser hypereffizienter, robotischer One-Line-Deliverer. Ein One-Line-Deliverer? Nun, wir wollten ursprünglich einen Online-Deliverer für unser Liefersystem bestellen. Aber, naja, Sie wissen ja, die Autokorrektur. Diese verdammte Autokorrektur. Mr. Harold, können Sie uns etwas über den Mordfall sagen? Mal sehen. Suche Mordfall am Aston Square auf Wikipedia. Ach, verdammt. Ich weiß genauso wenig wie Sie, Inspektor. Oh, Harold, go to Nun ja, Sie sind als Roboter der Einzige, der die Voraussetzung... Ich? Ein Mörder? Kommt schon! Leute, ich flirte mit der Kaffeemaschine, versteht ihr? Na, beep, bop, beep und so weiter. Ach, kommt schon, Leute. Also. Hören Sie, Herr Harold, könnten Sie das Ganze bitte mal ein wenig ernster nehmen? Es geht hier schließlich um einen Mordfall. Das kann doch gar nicht sein. Nee, ich hab den schon ein paar Mal gesehen. Das kann gar nicht sein. Meine Herrschaften, können Sie sich bitte mal beruhigen? Chief, ich glaube nicht, dass das hier noch viel bringt. Die Lage ist ziemlich außer Kontrolle geraten, finden Sie nicht? Ich glaube, da könntest du recht haben, Junge. Ich habe Kopfschmerzen. Ich glaube, ich brauche eine Kaffeepause. Ach, Chief, brauchen Sie eine Entspannung? Kein Problem, ich habe doch meinen Fernseher eingebaut. Bip, bip, bip. Die Nachrichten. Da schauen wir doch direkt mal rein. Und ein weiteres Mal meldet sich Thorsten Brigge mit dem Vorort-Report. Vor mir befindet sich ein kleiner, dicker junger Mann, der den Kampf live mitbekommen hat. Na, Kleiner, wie heißt du?
Ja, Mike, hier ist gut. Ich bin der Anton. Ich bin feier seit neuem hier. Meine Familie ist mit mir hergezogen. Hi, Mama. Hi, Papa. Mein Bruder, der ist Ado. Der ist voll riesiger Spider-Man-Fan. Ja, hast du den Kampf miterlebt? Was kannst du uns als Augenzeuge darüber berichten? Ihr habt die gesehen, wie die gekämpft haben, gell? Und ihr habt das erst gesehen, da musste ich sagen, oh, geil. Ah, super, heute ist fein, die Fall voll gut. Ja, Mai. Und dann haben sie halt gekämpft. Und dann hat er was gegen seine Mutter gesagt. Ja, Mai, was möchtest du machen? Passiert. Ja, und so habe ich das gesehen. Junger Mann, aber dir muss doch klar sein, dass etwas gegen Mutter zu sagen eine höchst fragwürdige Handlung ist, richtig? Ob die nicht so. Das ist fein normal. Ja, Mai. Bei uns in Bayern ist das Feuer wegen anders. Wir machen mal das nicht so ernst, gell? Hat es dir nichts ausgemacht, dass ich dich am Anfang dick genannt habe? Ja, Mai. Was soll ich tun? Ich bin dick, ich bin rund, aber ich bin ganz zufrieden mit mir. Nun, dann danke ich dir, Kleiner, für deine Einschätzung. Ich richte das Schlusswort an dich. Ja, Mai, also wenn es so ist, dann wollte ich einfach nochmal sagen, das ist voll schön, dass ich immer am Fernsehen sein darf. Da grüße ich nur meine Oma und mein Opa, mein Papa. Oh, den habe ich ja schon gegrüßt. Ja, dann grüße ich ihn halt nochmal. Okay, bin ich jetzt feier am Fernsehen, am Radio. John, dieses so fette geil, Kind da am Fernsehen. Ohne Witz. Ich finde das voll lustig. Jetzt mal wirklich ernsthaft, ich finde das richtig witzig. Das ist schon Comedy, man muss es sagen, es ist schon... Oh ja, weil alte Stigmata und Stereotype auch so unverbraucht sind. Alter, Thomas, kannst du das mal lassen? Ja, Mann, Alter, wirklich. Immer fuckst du alle mit deinem komischen Sarkasmus ab, ey. Das wirklich, niemand mag dich. Oh mein Gott, da ist Irony Man im Fernsehen. Schalt drauf, mach lauter. Hier sind nochmal die Bilder des heutigen Tages. Damit verabschiedet sich Thorsten Brigge mit dem Abendjournal mit Bildern von Irony Man. Ironie, Sarkasmus, sie haben noch alle keine Ahnung. Sie wissen nicht, wie das ist, wenn man tagtäglich mit diesen Begriffen in Berührung kommt. Sollen sie nur denken, was sie wollen. Ich weiß, wofür ich kämpfe und was ich gemacht habe. Meine Kraft, sie ist Fluch und Segen zugleich. Aber trotzdem bin ich ein standhafter, stolzer Krieger. Ich bin... Hey Thomas, willst du noch ein Bier? Komm rüber jetzt! Thomas Kräftig, das bin ich, ja. Hey Thomas, willst du noch ein Bier? Ja, komm rüber jetzt! Oh warte, da läuft noch irgendwas im Fernsehen. Oh, mach mal lauter. Zeig mal her. Hallo Test, ist das Mikro an, ja? Könnt ihr mich alle sehen? Hi, Irony Man. Da bin ich wieder. Die Gitterstäbe waren ja so schwer zu durchtrennen. Gehen Sie raus. Alle sagen, ich gehe ehrenlos auf Mutter. Aber... wir wissen doch beide, dass ich nur ehrenlos auf deine Mutter gehe. Er hat es gesagt. Dieser Hinterhältige. Er ist wieder auf freiem Fuß. Ich muss Mama anrufen. Also, mach dich schon mal auf einen kleinen Plausch zu Hause gefasst. Wir sehen uns dann. Irony Man. Wie geht das Ding hier aus? Verdammte Scheiße. Verdammt, John, hast du das gehört? Dieser kranke Bastard ist wieder auf freien Füßen. Und er geht schon wieder ehrenlos auf Mutter. Dieser verdammte Schlappschwanz. Ehrenlos. Mutter. Thomas, was sagst du denn dazu? Thomas? Thomas? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Wann immer wenn spannend wird, verzieht er sich. Hallo? Mama? Mama? Sie geht nicht dran. Verdammt.